Mit dem 928 gewinnt man ein gutes Stück Lebensqualität. Und auch, das ist nicht zu leugnen, das Bewusstsein, zur automobilen Elite zu gehören. So warben die Zuffenhausener damals für einen Sportwagen, von dem sie glaubten, er könnte den 911er über kurz oder lang ablösen. Der, so war die Meinung, könnte nämlich den stetig steigenden Bedürfnissen einer immer anspruchsvoller werdenden mobilen Oberschicht bald nicht mehr gerecht werden. Außer dem Firmenlogo hatte dieser Porsche mit dem 11er nichts mehr gemein. 1977 ging der Luxusliner 928 in Serie. Die selbsttragende Karosserie bestand aus beidseitig feuerverzinktem Stahlblech. Einzelteile wie Türen, Kotflügel und Motorhaube wurden aus Aluminium gefertigt. Um ein größeres Drehmoment gerade im unteren Drehzahlbereich zu erzielen und auch leichter auf die strengen Abgasvorschriften auf dem für Porsche so wichtigen US-Markt reagieren zu können, entschied man sich zum ersten Mal in der Firmengeschichte für einen V8-Frontmotor aus Leichtmetall. Ein weiterer Vorteil des 928, mit nur geringem Mehraufwand konnte auch ein Automatikgetriebe angeboten werden. Das Getriebe wurde zur besseren Gewichtsverteilung vor dem Differential der Hinterachse platziert. Die Weissach-Achse war gehoben. Dieses Transaxle-Prinzip wirkte in den Kurven auch den Spur- und Sturzveränderungen der Hinterräder entgegen. Die Aufhängung bestand aus einem einzelnen oberen Verbindungsstück und einem unten angebrachten Querlenker, der mit einem zusätzlichen Drehzapfen versehen das Rad nach innen zog. Dank 300 PS und hervorragendem Handling versprach Porsche den 928 Kunden die Runde auf der Nürburgring-Nordschleife in unter 10 Minuten. Es ist nicht nur die Motorleistung, die dem erfolgreichen Architekten viel bedeutet. Technische und formale Perfektion und Zuverlässigkeit sind für ihn naturgemäß wichtige Kriterien. Und dass sich sein Porsche für Fahrten zu Besprechungen mit anspruchsvollen Kunden genauso gut eignet, wie für die Fahrt zur Baustelle. Die Einzigartigkeit dieses Automobils zeigte sich nicht zuletzt in der gelungenen Innenraumgestaltung. Hier paarte sich Funktionalität mit Komfort in zeitlos und futuristisch zugleich wirkender Eleganz. Auch heute noch wirkt der 928 innen topmodern. Dieses neue Sportspielzeug war nicht nur ausgesprochen stark und schön anzusehen. Der 928 war auch erstaunlich praktisch. Im Gegensatz zu dem kompromisslos auf Sportlichkeit getrimmten 911er bot der 928 Platz für vier Erwachsene mit Gepäck. Er war die ideale Reiselimousine für alle, denen es nicht schnell genug gehen konnte. Ein echter Gran Turismo. Während viele Modelle in ihrer Überarbeitung an Ausstrahlung verloren, gewann der 928 jedes Mal aufs Neue an Agilität und Formvollendung hinzu. Die Rundungen unterstrichen seine Souveränität. Mit dem GTS vollendeten die Ingenieure 1989, was sie mit der Urversion 1977 begonnen haben. 150 PS katapultieren den geübten Fahrer bei härterer Federung und breiteren Reifen auf eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 274 km/h. Damit war der 928 Ende der 80er der schnellste in der Familie Porsche. Ein Luxussportwagen, mit dem man sich durchaus auch auf der Rennstrecke sehen lassen konnte. Immer noch zuletzt hatte er damals mehr als 120.000 Kaufkräfte. '95 kam das Ende des 928. Ein Nachfolger ist bis heute noch in Sicht. Es macht einen guten Gebrauch, irgendwie interessanter. Obwohl die erste Serie am günstigsten zu haben und
Motoren zum Oldtimer am nächsten ist, empfehlen wir den ETS. Ab 17.000 Euro bekommt man einen aufbereiteten Kampfbus Wer sich traut, bekommt dafür satte V8 Power Made in Germany und einen Sportwagen, der auch gut sicher nicht alle ist.